begleitet uns heute auf unserer Reise nach Thailand. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, für meinen Freund und mich geht's heute Richtung Thailand. Und zwar fliegen wir ja nach Phuket. Wir sind fertig, Koffer sind gepackt. Wir müssen jetzt auch gleich los zum Flughafen. Wir fliegen ja aus Zürich raus. Unser Flug geht um 14.40 Uhr. Und wir fliegen mit Edelweiß direkt von Zürich nach Phuket und müssen dann noch nach Khao Lak weiterfahren. Da haben wir auch schon Transfer gebucht über Get Your Guide. Aber das kann ich euch dann noch später noch ein bisschen näher erläutern. Ja, wir sind jetzt fertig und fahren erstmal zum Flughafen und dann berichte ich euch noch, wie es war mit der Gepäckabgabe. Und ja, wir sehen uns dann am Flughafen, würde ich sagen. Jetzt. 1,3 Kilo fehlen. Verschwenden Gewicht. Okay. Nächste Abfahrt zu den Gates E, Gleis 1. Next departure to Gate. Wir sind gut am Gate angekommen. Wir fliegen von Gate E. Das heißt, wir mussten noch so einen Zug nehmen, aber ja, Security waren 1 bis 5 Minuten Wartezeit, also richtig schnell. Und auch Passport Control, also gar keine Probleme. Boarding müsste auch demnächst schon losgehen. Und ich freue mich drauf. Ja gut, 12 Stunden Flug, werden uns die Zeit schon vertreiben. Ich zeige euch natürlich auch ein bisschen, was es für Entertainment gibt im Flug, wie das Essen ist. Wir fliegen ja mit Edelweiß. Im Prinzip gehören sie ja zu Swiss. Das ist der, würde ich sagen, der Condor der Swiss-Familie. Also es ist halt, Edelweiß fliegt halt zu Holiday, also zu Urlaubsdestinationen. Ja, sonst gibt es nichts weiter zu erzählen. Wir warten jetzt aufs Boarding und dann geht's auch schon los. Also sollte in den nächsten 10 Minuten starten. Unser Essen ist jetzt da. Also es gibt zweimal Essen auf dem Flug. Jetzt ein warmes Mittag-Abendessen und dann vor 3 Stunden vor Ankunft gibt es nochmal ein kleines Abendessen. Wir hatten jetzt zur Auswahl 2 Gerichte. Einmal, den Fachbegriff weiß ich jetzt nicht mehr. Äppler Makron. Also Nudeln mit einer Käsesoße und Apfel- oder Birnenstückchen waren das. Beides, auf jeden Fall süß, herzhaft, ist ja gar nicht meins. Nudeln und Obst passt ja gar nicht zusammen. Und wir haben jetzt hier Bratwurst mit Rösti und ein Salat und ein Dessert. Ich zeige euch gleich auch nochmal, wie es aussieht. So sieht das Ganze aus. Es gibt noch Bohnen dazu und ich weiß nicht, ob das jetzt eine Currysoße ist. Das probiere ich gleich mal. Und ich weiß gar nicht, was das hier ist. Steht das drauf? Steht nicht drauf. Werde ich gleich mal probieren und dann euch berichten, ob es geschmeckt hat. Zu trinken, die kriegen wir jetzt auch noch. Mittlerweile ist es draußen auch schon fast dunkel geworden, denn wir fliegen ja Richtung Osten. Und da dementsprechend ist ja die Zeit auch vor uns, deswegen ist es relativ schnell dunkel geworden. Aktuelle Flugzeit ist noch 9 Stunden und 1 Minute. Essen war wirklich sehr lecker. Es gab sogar noch Nachschlag von dem frisch gebackenen Baguette oder Brot, was es auch war. Und alles aufgeputzt, aufgegessen. Das heißt, morgen gibt es gutes Wetter. Nee, war wirklich sehr, sehr lecker. Also, auch Salat, das Dessert war so ein Mango-Creme. Jetzt zeige ich euch noch, was es hier so für aktuelle Filme gibt. Und zwar, ja, das wir jetzt gerade bei den neuen Filmen. Das könnt ihr ja da sehen. Lydia läuft hier. Red.
The Suicide Squad, Top Gun, genau. Das waren ja so die neuen Filme. Es gibt natürlich noch weitere Filme, die ich jetzt aber nicht alle durchgehen werde. Es gibt noch TV-Programme, also Serien, Sex and the City, Downton Abbey. Serien, gibt es auch Musik und Audiobücher und Podcasts, Made in Switzerland, das sind so Dokus über die Schweiz und die in der Schweiz gedreht wurden, es gibt auch Spiele, so Doku, Trivia und ja, spezielles Programm für Kids, Spiele, Audio etc. Ja, soviel zum Programm, jetzt wird abgeräumt und dann wird weitergearbeitet und dann irgendwann ein Nickerchen gemacht. Wie gesagt, 3 Stunden vor Ankunft gibt es dann nochmal ein kleines Abendessen. Ja, es sind noch knapp 2 Stunden bis Phuket, also wir nähern uns dem Ziel. Ich habe leider weniger geschlafen als erhofft, bisher nur 1,5 Stunden, weil ja, jetzt gab es Essen und zwar die 2. warme Mahlzeit. Bei Lufthansa hatten wir ja nur 1 warme Mahlzeit, dann noch ein Sandwich. Jetzt gibt es hier die 2. warme Mahlzeit. Es gibt wieder Rösti. Ich glaube, das ist Rührei. Eben das Essen, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, war sehr, sehr lecker. Aber ich habe es, glaube ich, gesagt. Und ja, es gibt wieder das warme Brot mit Obstsalat, Marmelade und das ist irgendwie so ein Erdbeerjoghurt, irgendwas. Wir sind jetzt hier angekommen und ich setze mich gleich mal in einer ruhigen Minute hin und erzähle euch was zum Flug, zum Transfer. Unser Zimmer oder unser Bungalow ist noch nicht fertig. Deswegen erkunden wir erstmal den Strand und die Anlage und dann in einer ruhigen Minute erkläre ich dann euch alles Weitere. Wir haben uns jetzt erstmal hier niedergelassen und jetzt erzähle ich euch ein bisschen was. Also, erstmal zum Flug. Wir sind knapp 11 Stunden geflogen. Und war ohne besondere Vorkommnisse, war ein smoother Flug. Das Essen war wirklich sehr gut, also im Vergleich zur Lufthansa war das wirklich richtig lecker. Ich habe weniger geschlafen, als ich gehofft habe. Ich habe leider nur 1,5 Stunden so kurz genappt, ansonsten leider nicht. Denn ja, die Flugzeiten haben es aber irgendwie nicht so erlaubt, denn wir sind ja um knapp, sagen wir, 15 Uhr gestartet. Und dann gab es Essen und dann habe ich was an meiner Masterarbeit gemacht. Und dann war irgendwie 8 Uhr circa, 8, 9 Uhr. Und dann dachte ich, okay, mach's jetzt mal einen Nap.
Also schläfst du mal, dann, aber ich konnte nur 1,5 Stunden schlafen, weil ne, zu Hause bin ich ja auch nicht um 8 Uhr im Bett gewesen. Deswegen ging es halt nur so, ne, so ein Nap, also ein Nickerchen. Und dann war ich wieder wach. Ja, und dann, was habe ich denn da gemacht? Ich habe Switch gezockt, also ein Dreamlight Rally. Und dann gab es wieder Essen und dann war es auch schon wieder fast zur Landung. Und dann war es ja bei uns ja fast meine Schlafenszeit. Also dann, ne, wir sind ja um 2 Uhr Ortszeit in Deutschland gelandet. Ja, mit dem Nap, mit dem Nickerchen konnte ich ein bisschen länger. Deswegen, also dann wäre ich schlafen gegangen. Aber dann sind wir schon gelandet, da war es auch sehr, sehr schön, der Sonnenaufgang im Flugzeug. Ja, dann sind wir gelandet und ging alles super flott. Also Immigration, Passport Control sehr schnell, Koffer waren direkt da. Ich habe ja einen Transfer gebucht über Get Your Guide, weil wir ja im Prinzip alles separat gebucht haben. Wir haben hier den Club separat gebucht, die Flüge separat und dementsprechend muss man dann auch sich um den Transfer selbst kümmern. Wir haben keine Pauschale gebucht, denn, also man muss dazu sagen, mein Freund hat alles gebucht, denn wir schenken uns ja nichts oder er schenkt mir nichts zu Weihnachten und zum Geburtstag und übernimmt dann immer die Urlaube. Also so viel erstmal dazu. Aber ja, deswegen haben wir alles separat gebucht. Aber damals, als wir uns das angeschaut haben, war die Pauschale so viel teurer. Haben wir gesagt, nee, das zahlen wir nicht. Wir buchen alles separat. Und dann war es ja immens günstiger. Ja, über Get Your Guide den Transfer gebucht von Phuket Flughafen nach Khao Lak. Hat 50 Euro gekostet und man musste sich erstmal da so ein bisschen durchwursteln, wo mein Name stand. Da waren so viele von diesen Transferfahrern mit Namensschild. Aber ich habe meinen Namen gefunden, war auch alle sehr nett. Der Transfer hat 1,5 Stunden gedauert hier bis nach Khao Lak. Ja, unser Fahrer war jetzt nicht gesprächig, hat kein Wort mit uns gesprochen, also hallo und ne, tschüss. Aber war super. Also das Auto war sehr sauber, war relativ modern innen drin, Klimaanlage, kann man sich nicht beschweren. So, jetzt sind wir auch hier im Robinson angekommen. Im Robinson Khao Lak, wurden sehr nett begrüßt. Es gab einen Welcome Drink, habt ihr gesehen, ein kantes Handtuch. Und ja, wir bekommen das Zimmer ab 12 Uhr, wurde uns gesagt. Also ab 12 Uhr dürfen wir unser Pool Deluxe Bungalow beziehen und ansehen. Ich werde tatsächlich ein separates Video machen zum Resort hier, also wo ich euch eine Resort-Tour gebe und auch dann unser Pool-Bungalow zeige. Ich werde euch gleich vielleicht noch ein paar Eindrücke zeigen, aber eine komplette Roomtour wird es in dem anderen Video geben. Ja, deswegen chillen wir jetzt hier. Wir dürfen dann auch gleich Mittag essen und wir gehören ja zu den Leuten, also das hört sich ja so exklusiv an. Also wir haben ja dieses Deluxe-Pool-Bungalow und das ist tatsächlich auch ein separater Bereich im Robinson, wo auch nur Villen und diese Pool-Bungalow-Gäste hin dürfen. Es gibt hier so viele Pools, so viel Wasser. Es ist so schön und grün. Zwar scheint die Sonne nicht, also es ist gerade sehr bewölkt, aber es ist so schön warm. Das Wasser ist warm, Badewannentemperaturen und ja, also der Club ist super schön. Noch geht es bei mir mit der Müdigkeit, aber ich denke mal, die kommt noch im Laufe des Tages. Und ja, holen uns gleich unsere Hotelkarten ab, gehen dann Mittagessen und dann beziehen wir unser Zimmer. So, unser erstes Essen. Wir haben ja Vollpension gebucht, also Frühstück, Mittag, Abendessen. Und es ist sehr ähnlich wie im Daidalos, als ich in Griechenland war. Es gibt verschiedene Foodstationen mit Live-Cooking, wo man sich dann verschiedene Gerichte aussuchen kann, jetzt zum Mittag. Ich denke mal, abends gibt es dann auch noch mehr Buffet. Es gibt aber auch eine Salat-Bowl-Bar und ganz viel frisches Obst. Ja, sieht bisher sehr, sehr gut aus und das lasst mir jetzt schmecken. Aber ich zeige euch erstmal das Badezimmer. Es gibt eine Badewanne. Da passen auf jeden Fall 2 Personen rein, würde ich mal sagen. Dann gibt es hier ein Waschbecken. Ein großes Doppelbett, wo Welcome Back steht. Also wir waren noch nicht hier in dem Club, aber wir waren schon in anderen Robinson Clubs mit so einem süßen Elefanten. Dann gibt es hier, haben ja ein Bungalow mit eigenem Pool. Und so sieht's aus. Hier gibt es eine Sitzgelegenheit. Da kann man die Wäsche trocknen. Kleine Sitzecke. Und unser eigener Pool mit 2 Liegen. Es ist bei uns mittlerweile Abend geworden und wir gehen jetzt zum Abendessen. Ich habe mich jetzt auch nicht mehr geschminkt, nicht mehr fertig gemacht, denn unser Ziel ist es nur Abend zu essen, dann wieder ins Bett zu gehen. Denn mein Motto ist ja eigentlich dem Jetlag entgegenzutreten, sich direkt der Uhrzeit anzupassen. Übrigens beschlägt gerade meine Kamera. Hallo.
Aber wir haben es nicht geschafft. Wir haben leider ein Nickerchen gemacht von 2 Stunden. Mal gucken, ob es uns zum Verhängnis wird. Und ja, wir laufen jetzt hier gerade rum. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich werde euch die Anlage auch nochmal komplett im Dunkeln zeigen. Irgendwann mal. Auch tagsüber. Also könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Jetzt geht es aber erstmal essen und dann wieder zurück aufs Zimmer. Heute ist zwar noch eine Halloween-Party hier, weil heute ist Halloween, aber die skippen wir leider. Das schaffen wir leider nicht mehr. Also ich finde es schon ein bisschen schade, dass wir heute die Halloween-Party skippen müssen. Die haben sich echt Mühe gegeben mit der Deko. Es gibt extra Cocktails. Extra Halloween-Cocktails. Also schon richtig cool. Ja, bisschen schade finde ich das gerade. Leute, das Beste habe ich noch gar nicht gesehen. Es gibt einen Elsa und Anna Cocktail. Alter, ein Elsa-Anna Cocktail. Also wir gönnen uns jetzt doch jeweils einen Cocktail, einen Halloween-Cocktail zum Essen. Ich habe natürlich mich für Anna und Elsa entschieden. Und ja, man muss dazu sagen, die geben sich so viel Mühe hier mit der Deko. An jedem Tisch sind so Lampignons, ich weiß nicht, wie das so heißt, mit Fledermäusen. Alle sind geschminkt hier, die Mitarbeiter. Also hier liegen so kleine Geister. Ich habe auch schon so Welcome-Drinks gesehen. Ich bin echt gespannt, was es zu essen gibt. Ob es auch wirklich Halloween thematisiert ist. Da ist mein Anna und Elsa Cocktail, natürlich in der Farbe von Elsa. Es schmeckt sehr, sehr gut. Ein Cocktail, habt ihr gesehen, kostet 300 Baht. Das sind 9 Euro, also immer durch 38 ungefähr. 38,2 ist der Schweizer Frankenkurs. Also ein bisschen weniger als der Euro. Ja. Also ich habe schon vieles gesehen, viele Snacks im Disneyland und in Hotels, aber diese Thematisierung haut mich komplett um. Also, es ist crazy. Hier ist einfach ein Gehirn als roter Samtkuchen, ein Chocolate Cake. Hier gibt es so Finger mit, als Mandeln, das ist ein Keks, eine Schwarzwälder Kirschtorte. Ein Bounty-Eis, Donuts, Chocolate-Mousse mit Friedhof. Und Fruchtgummi mit Augen. Crazy. Ja, hier ist die Salatbar und heute gibt es scharfen Schweinesalat, Schweinefleischsalat, Glasnudelsalat, Pumpkin Feta, Kürbis Feta Käsesalat, Kartoffelsalat. Ganz im Halloween-Style gibt es hier gebratene Entenkeule mit Glasnudeln und Teriyaki-Soße. Ich glaube, die werde ich unbedingt probieren. Kürbisse wurden auch extra geschnitzt. Und hier gibt es gebratene Schweinekeule mit rote Beete, Kartoffelpüree, mit Apfelschatten und Rotweinsoße. Sieht so aus. Ja, die Frau hat mich gerade auch aufmerksam gemacht. Da steht Nasi Goreng mit Hühnerfleisch, Rindfleisch und Hühnerstall. Ja, sehr witzig. Also kurz nochmal zum Fazit vom Essen heute. Also es war wieder sehr, sehr lecker Mittag und auch Abendessen. Es gibt thailändische Spezialitäten, aber auch andere
Sachen, wenn man jetzt das Thailändisch nicht so verträgt. Ich hatte das Nasi Goreng und es war lecker, aber es war mir leider zu scharf. Da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Aber es war trotzdem sehr, sehr lecker. Aber ich konnte es leider nicht essen. Also die Mühe, die sich hier gegeben haben mit dem Dessert und der Aufmachung. Alle Mitarbeiter sind kostümiert oder bemalt zu Halloween. Und also Chapeau. Richtig krass. Unser Abend neigt sich leider schon dem Ende, denn ja, wie eben schon erwähnt, werden wir jetzt ins Bett gehen. Ich vermute, dass es hier später noch eine Halloween-Show geben wird und noch mehr Entertainment, aber das können wir leider nicht mehr erleben. Wenn ich das gewusst hätte, wären wir tatsächlich, glaube ich, einen Tag früher angereist. Wir waren am Samstag schon abgeflogen, aber konnte man leider nicht wissen, dass sie hier sowas auffahren. Ich finde es sehr schade, aber das halten wir einfach nicht durch. Wir sind jetzt schon wieder müde nach dem Essen und entschuldigt gerade, dass es nicht fokussiert. Die ganze Zeit drauf, aber irgendwie fokussiert er immer den Hintergrund. Ja, also dann wirklich ein schöner Tag. Es sind sehr, sehr warme Temperaturen. Ich glaube, es sind noch gerade 28 Grad. Und ich freue mich auf morgen. Morgen werde ich die Kamera wahrscheinlich außen vor lassen. Ich werde ein paar Eindrücke mit dem Handy filmen. Es gibt, wie gesagt, noch eine Hoteltour, die ich in den nächsten Tagen filmen werde. Aber ich denke mal, morgen mache ich eine kleine Pause und genieße die Zeit hier im Club. Und dann hören wir uns auf jeden Fall die nächsten Tage noch zu einem weiteren Vlog und zu der Hoteltour. Ich hoffe, das Anreisevideo und der erste Tag hier im Robinson Khao Lak hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir da einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.